Hallo, liebe Mystery-Freunde, für all jene unter euch, die mich nicht nur ganz normal abonniert haben, sondern mich unterstützen wollen mit einem Premium-Abo. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link, wie das geht. Habe ich ja vor einiger Zeit ein Video hochgeladen über eine versunkene Burg, eine verschwundene Burg, wo sich nur eine Legende drum rankt, die in einem See versunken sein soll, auf einer Insel, und zwar in der Nähe von Kiel. Und da ist heute gar nichts mehr zu sehen, außer wenn man es weiß, dass dort sowas gestanden hat, befindet sich dort ein konischer Hügel, vielleicht so hoch, der fällt gar nicht auf in der Nähe von so einem Sportplatz. Da soll ein Turm von dieser Burg drauf gestanden haben, und das sieht man wirklich nicht, da ist also kein Unterschied in der Landschaft zu erkennen. Aber es gibt ja überall irgendwelche konischen Hügel und Burgen und so etwas, in ganz Deutschland, eigentlich in ganz Europa. Und da gibt es dann immer wieder mal spannende Entdeckungen, mehr oder weniger spannende, aber auch wirklich ganz erstaunliche Entdeckungen. Und so ist es auch bei einer Burg bzw. einem Schloss jetzt aktuell gewesen, wie gestern bekannt gegeben wurde, die sich so ungefähr 20 Kilometer Luftlinie von Minden befindet. Minden kennt ihr vielleicht, eine Stadt, und da befindet sich die Burg, das Schloss Benkenhausen. Das ist so zwischen Lübbecke und Espelkamp, nahe dem Mittellandkanal. Und diese Burg ist eigentlich nicht besonders alt und die Geschichte geht nicht besonders weit zurück. Und zwar ist sie so nachweislich erst 1510 so als Gut, als Herrengut erwähnt worden. Und da ging das Gut in den Besitz der Familie derer von Mönch über. Die hier ist tatsächlich so. Und Jahrhunderte später, und zwar 1773, wurde diese Burg, diese Schlossanlage, wieder einmal weitervererbt. Es hat keine Nachfolger, keine Erben mehr in dieser Familie gegeben. Und zwar ging das in den Besitz über der Familie von der Busche. Und als die Familie da das übernommen hat, hat sie sich von dem Busche Münch genannt und hat dann so dieses Gut immer weiter ausgebaut zu einem Schloss und weiter so betrieben, bis dann der Zweite Weltkrieg kam, und 1945 haben dann die Briten dieses ganze Anwesen dort beschlagnahmt und haben da auch von der britischen Marine quasi so eine Basis eingerichtet. Marine, denkt ihr jetzt, wieso das? Das ist ja weit weg vom Meer, aber die haben da eben so einer ihrer Verwaltungsstellen eingerichtet. Irgendwann später ging es dann natürlich auch mal wieder in den Besitz der Zivilbevölkerung, nennen wir es mal so, über. Dann kam später da auch eine Werkstätte und eine Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen hinein. Irgendwann musste das aber auch geschlossen werden. Es konnte bautechnisch nicht auf den neuesten Stand der Sicherheitstechnik ausgebaut und umgebaut werden. Und dann stand es kurzzeitig leer bis zum Jahr 2010. Dann hat es eine lokale Unternehmerfamilie gekauft, dieses Anwesen, dieses schöne Schloss dort. Und die hatten genug Kohle, die haben Geld mit Automaten, Spielautomaten gemacht. Deshalb befindet sich jetzt im Schloss bzw. in einem Nebengebäude des Schlosses eine renovierte Scheune, auch ein Automatenmuseum eben von dieser Unternehmerfamilie. Ich glaube, wenn ich mich so recht entsinne, so fast 2000 Automaten, so Ausstellungsobjekte, 1800 Ausstellungsobjekte befinden sich dort. Das interessiert uns jetzt alles nicht so sehr, aber das ist so ein bisschen Background für dieses schöne Schloss da. Ich zeige mir auch so ein paar Google Earth-Aufnahmen, wo ich das so abgefilmt habe und so ein paar Bildchen gemacht habe. Ist also ein wirklich schönes Anwesen. Es ist heute so ungefähr 5 Hektar groß. Das ganze Areal ist 5 Hektar groß. 2018, also vor gerade mal 3 Jahren, wurde auch ein Wanderweg für die Besucher dort eröffnet. 2 Kilometer ist der ungefähr lang, der so durch den Schlosspark und die Umgebung führt. Und das alles ist nach der Renovierung zu einem Tagungshotel, sagen wir es mal so, ausgebaut worden. Es gibt verschiedene Tagungsräume für Seminare, Schulungen etc. Und auch knapp über 30 Zimmer sind dort. Und das betreibt eben diese Unternehmersfamilie. Und die Unternehmersfamilie war natürlich auch sehr neugierig und hatte natürlich auch die finanziellen Mittel, was denn da so für eine Geschichte hinter dieser Burg überhaupt steckt. Denn diese 2 Kilometer dieser 2 Kilometer Wanderweg, der führt auch an einem Friedhof vorbei, ein Friedhof, der auf einem Hügel liegt. Und da sind eben die früheren Schlossherren bestattet worden. Und dieser Hügel ist natürlich sehr auffällig, sieht auch schon sehr künstlich aus. Und man weiß, dass diese Burg, dieses Schloss, dieses Anwesen, ganz früher eben ein Herrenhaus, ein Gut, gerade mal 500 Jahre Geschichte hat. Aber da gab es schon lange Spekulationen und Überlegungen. Vielleicht ist dieser Hügel ja eben ein Relikt
aus der Eisenzeit vielleicht sogar oder aus dem Mittelalter, also noch früher. Und zwar, dass dort irgendwie eine Turmhügelburg gestanden haben könnte. Genau das, was eben in diesem kleinen, 1 Kilometer langen See in der Nähe von Kiel angeblich drin oder ganz sicher sogar drin versunken ist. Und da hat man auch die Überlegung gehabt, vielleicht ist das ja noch ein älteres Begräbnisfeld und zwar vielleicht schon aus der Bronzezeit, dass hier schon ein Hügelgrab gestanden hat, wo in der Bronzezeit irgendwelche besonderen Persönlichkeiten der Region bestattet wurden. Und irgendwann später, dann eben im 16. Jahrhundert, so sagen wir mal ab 1510, haben dann die Gutsherren, die Schlossherren da ihre Verwandten und ihre Lieben bestattet, haben also quasi diesen Hügel einfach neu verwendet. Aber das waren immer nur Überlegungen und Spekulationen. Nachweisen konnte man das nicht. Also hat diese Unternehmersfamilie einfach mal selber Archäologen engagiert und das auch selber bezahlt. Die haben also offensichtlich das nötige Kleingeld gehabt, denn man muss natürlich wissen, Archäologen und irgendwelche Institute und Universitäten, wo Archäologen tätig sind, die überlegen sich 10, 20, 50 Mal, ob wir da jetzt wirklich eine Bohrung machen, ob wir da den Spaten ansetzen und wirklich eine Ausgrabung durchführen, weil das ist natürlich immer eine enorme Kostenfrage. Aber die haben eben Geld genug gehabt und haben gesagt, kommt mal bitte her, ihr Archäologen, und untersucht mal dieses mutmaßlich nur 500 Jahre alte Gräberfeld dort. Also kam ein kleines Archäologenteam und unter Dr. Hans Otto Pollmann, ein Landesarchäologe, ein Archäologe eben von Nordrhein-Westfalen. Sie kamen dann dahin, haben einen riesigen Bohrer genommen und haben einfach mal mittig oben in diesen Friedhof hineingebohrt, in die Tiefe, um zu gucken, was ist denn eigentlich darunter. Es gibt natürlich auch andere Methoden, man muss nicht gleich überall reinbohren, man kann das auch mit Georadar, Bodenradar und so machen, aber die wollten direkt mal die ganze Schicht dieses seltsamen Hügels dort erkunden, was ist da drunter, was befindet sich da, und tatsächlich wurden sie auch fündig, denn ihnen fiel sofort auf, eine Schicht in diesem mutmaßlich mittelalterlichen Friedhof ist irgendwie ganz ungewöhnlich. Also hat man da Proben rausgenommen, was ist denn da so zu finden, was kann man datieren? Und da haben sie festgestellt, aha, das Ding ist in Wahrheit bis zu 4800 Jahre alt. Schon in der Jungsteinzeit hat hier ein Hügelgrab gestanden, ein Hünengrab, haben sie auch geschrieben. Und da wurde dann eben schon steinzeitliche Jäger und Sammler, Halbnomaden, glauben die Archäologen, dass das Halbnomaden waren, wurden da schon bestattet. Und dieser Hügel war eben noch erhalten und die späteren Schlossherren haben sich einfach diesen nicht weit von deren Schloss ja befindlichen Hügel einverleibt, haben ihn wiederverwendet und dort ihre Lieben und ihre Angehörigen dann einfach noch einmal bestattet. Und da stellt sich natürlich die Frage, dieser Hügel ist natürlich sehr auffällig. Ihr seht es ja an den Bildern, da kann man ja schon ahnen, da ist doch irgendwas drunter, da ist doch irgendwas im Busch, um es mal so zu sagen. Aber wo finden wir in Deutschland oder meinetwegen auf der ganzen Welt irgendwelche Hügel, die ungewöhnlich, sprich unnatürlich aussehen? Was mag da alles verborgen sein? Die Archäologen jetzt hier da in diesem alten Friedhof aus dem 16. Jahrhundert haben da nicht irgendwie mal so einen Querschnitt durchgegraben oder irgendwie mal richtig den Spaten angesetzt, um da mal richtig auszubuddeln, was konkret sich da befindet. Sie wollen natürlich die gefundenen Artefakte, sagen wir es mal so, und auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verfügung stellen, auch dem lokalen Dorfmuseum und natürlich dem Schloss selbst, dass man das dort präsentieren kann. Denn dass tatsächlich eine Geschichte bis ins Jahr 2800 vor Christus, also 4800 Jahre, um dieses Schloss existiert hat, das hat bis dahin noch keiner gewusst. Es war auch noch unklar, ob in der Jungsteinzeit zu dieser Epoche vor fast 5000 Jahren dieses Gebiet überhaupt besiedelt war oder ob da tatsächlich nur Nomaden einfach mal durchzogen und hier sind es eben so Halbnomaden, die sich da kurz ansässig waren und dann wieder weitergezogen sind. So glauben die, vielleicht befinden sich ja da noch Artefakte drunter oder Bestattungen, vielleicht Leichenbrand, also Urnen mit verbrannten Überresten von den Verstorbenen damals in der Jungsteinzeit. Das wissen die Archäologen natürlich alles noch nicht. Nur sie waren sehr erstaunt, dass ein Hügel
der 500 Jahre alt sein soll, tatsächlich 4000 Jahre älter ist, über 4000 Jahre älter. Ich finde sowas auch super interessant, super spannend und ich habe bis vor kurzem von diesem Schloss noch nichts gehört, wo das nicht so weit von mir weg ist. Aber überall hier um uns herum finden wir immer wieder ganz erstaunliche Hinterlassenschaften aus der Jungsteinzeit oder vielleicht sogar frühen Steinzeit. Man muss nur so ein bisschen die Augen aufhalten und wie in diesem Fall, man muss das nötige Kleingeld haben, um eine archäologische Untersuchung überhaupt zu finanzieren. Da wollte ich euch kurz mal darauf hinweisen, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben, ein Feedback unten drunter abgeben und natürlich, wie ich eingangs erwähnte, gerne auch eine Premium-Mitgliedschaft abschließen. Dann könnt ihr meine Arbeit hier bei YouTube unterstützen mit einem kleinen Betrag. Da würde ich mich auch drüber freuen. Dann sage ich mal Tschüss, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge auf den Spuren der Vergangenheit um uns herum. Macht's gut, liebe Lasianer. Bis dann. Ciao, euer Lars.